So, herzlich willkommen hier bei Simrace TV aus Abu Dhabi im Auftrag der Race Day Speed Association. So, und an meiner Seite, nee, nicht an meiner Seite, nur ganz kurz hier live zugeschaltet aus dem Cockpit, aus seinem Cockpit hier zugeschaltet, Jens Burkhardt. Herzlich willkommen, Jens. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Lutz. Ja, freue mich mal wieder hier zu sein. Saisonfinale Abu Dhabi. Also, wenn ich nicht erst seit 5 Minuten hier im Cockpit sitzen würde, wäre ich, glaube ich, ganz schön aufgeregt. Ja, gut, dann hast du ja nichts zu verlieren. Aber auch nichts zu gewinnen. Wir haben eine Grand Prix-Strecke hier, eine Formel 1 Grand Prix-Strecke zum Abschluss. Wie kam's? War das das Voting der Community? Ja, also, es ist ja grundsätzlich so, dass wir bei uns Vorschläge sammeln und dann grob ausfiltern und dann eine Abstimmung machen. Und das war eine der Strecken, die genommen wurde. Und ja, irgendwie hat sich das auch so ergeben, dass wir uns gedacht haben, okay, machen wir hier mal das Finale. Naja, gut, gut. Es gibt Schlimmeres. Man hat sogar die Allianz Arena aus München dahin gebaut, sehe ich gerade. Nicht schlecht. Auf alle Fälle habt ihr, entweder ihr habt's gemacht oder irgendjemand, von dem ihr die Strecke habt. Jedenfalls ist diese Kamera an der Zielkurve gefixt. Also das ist schon mal sehr angenehm. Ja, Jens, so ein bisschen ganz kurz, grobe Einschätzung zur Strecke. Hammer. Wirklich anspruchsvoll. Wie gesagt, mir fehlen leider Testrunden. Also Setup hier bauen ist schon eine Aufgabe. Habe ich heute wirklich nicht so ein gutes. Schade, weil heute geht es eigentlich auch noch mal ein bisschen so um die Meisterschaft. Da werde ich dann mal mich hinten anstellen und gucken, was so passiert. Viele Möglichkeiten zu cutten. Da hat der Christian Rückert uns dann so ein bisschen unter die Arme gegriffen, hat so ein paar Bodenschwelle hier eingesetzt, die das Cutten nicht ganz verhindern, aber mehr so einen Anhaltspunkt liefern, weil man hier ganz freizügige Linien wählen. Ansonsten würde ich sagen, gehe ich mal hier auf die Runde und dann schauen wir mal. Genau. Wir sind auch mittlerweile live auf der Strecke und jetzt hoffen wir mal, dass wir eine schöne Vorstellung kriegen. Jens. Genau, ganz kurze Startziel mit einer relativ zügigen Kurve. Da kann man sich so schön raustreiben lassen. Und dann wieder voll aufs Gas. Hier nah dran, reicht das Gas weg, das Auto wieder rauf auf den Körper. Ein bisschen mit dem Gas spielen, merkt, das Auto arbeitet überall hin. Man, hier wird das Auto unruhig, oh, sehr unruhig. Ja, Schikane. Was das Auto hier auf der Strecke gut können muss, sind Curves. So, einmal hier runter, eine Spitzkehre. Man aber die erste lange Gerade, die sich hier wunderbar für Windschattenduelle anbietet. Die werden wir auch heute sehen. Also die ist definitiv lang genug, dass man sich ansaugen kann. Wir haben eine schöne 90-Grad-Kurve am Ende, da kann man auch mal ausbremsen. Also hier wird Action passieren. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bremspunkt. Auch hier wieder schön im Curb. Hier kann man schön die Förder sehen, die der Christian eingebaut hat. Ach, das war jetzt ein bisschen eckig, aber ja. So, hier haben wir die nächste Gerade. Hier geht es nochmal mit den Schatten. Weil das gleiche relativ lang. Und wieder direkt 90 Grad Blick dahinter. Also auch da werden wir mal übersehen. So, und hier ist schönes Rechts-Links-Geschlänge. Schön über die Curbs, Auto springen. Da muss man warten, bis der Bodenkontakt hat. Dann hier, wenn dann so ein relativ enger Knick, ja, dann kommt eine Vollgas rechts. Da kann man richtig schön durchblästern. Gefolgt von einer schnellen, die sich so zuzieht, wo man dann das Auto gerade machen muss. Und dann hier, oh, da fahren wir hier durch, unter dem Hotel durch. Hier will man immer viel zu schnell sein, das ist aber doch langsamer. Auch hier, dann schön raus bis an die Mauer. Genau, kurz hoch, dritter Gang, hier den Curb abbremsen, wieder innen über den Curb. Und dann sind wir schon wieder kurz vor Startziel. Suchen uns hier eine Linie, das war der falsche Gang. So. Also ihr seht meine Zeit nicht gerade wirklich berauschend. Qualifying. Werden wir 59er Zeiten sehen. Da bin ich heute leider ganz, ganz weit von rechts, ganz, ganz weit weg. Genau. Ja. Naja, schauen wir uns das Ganze an. Werden wir jetzt gleich erleben. Einmal 20 Minuten, einmal 40 Minuten. 20 Minuten geht's los. Und ja, Jens, dann mal toi, toi, toi und ja, viel Glück. Ja, danke, danke. Ja, kannst ja gleich mal ein bisschen was zu der Meisterschaft erzählen, weil theoretisch haben noch 7 Leute die Chance, Meister zu werden. Na, dann erzähl du mal gleich, wenn du einmal da bist. Ja, Robin ist relativ deutlich vorne. Also denke mal, den wird keiner mehr abfangen. Der Kevin
fast sicher auf Platz 2, aber wie gesagt, es gibt viele Punkte, da kann einiges passieren, aber um Platz 3 haben wir ein Fahrerfeld von, ich glaube, von 5 Leuten, du wirst es gleich nochmal genauer erzählen, die, glaube ich, innerhalb von 4 oder 5 Punkten liegen. Also es geht da richtig, richtig eng zur Sache. Theoretisch hatte ich mir gute Chancen ausgerechnet, weil ich ja beim letzten Rennen total verkackt habe und hier eigentlich mit 0 Gewicht ankomme. Aber fehlende Trainingsrunden macht das hier einfach ja chancenlos. Die Jungs sind so saumäßig schnell. Es ist echt irre. Da stehst du und schüttelst nur mit dem Kopf. Also ich lasse mich überraschen. Ich verspreche mir nicht ganz so viel, aber wir werden jetzt trotzdem sicherlich ein tolles Rennen erleben. Ja, das wollen wir mal erhoffen oder hoffen wir uns. Und ja, werden wir mal gucken, was die... was das 20-Minuten-Rennen zeigt. Und ja, bis dahin, denke ich mal, würde ich sagen, toi 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 und allen Fahrern da oben, auch wenn es heute nicht ganz so viele sind, viel, viel Glück. Ja, danke, danke. Haben sich viele abgemeldet, auch krankheitsbedingt, arbeitsbedingt und schade für das Finale, das hätten wir gerne würdig hier verabschiedet. Aber das spiegelt nicht die Saison wider, die war ja einfach überragend und da können wir auch mal 14 Fahrer an beim Finale verkraften. So, jetzt gehe ich rüber. Dir viel Spaß. Ja, euch auch. So, ja, also wir heute Abend hier aus Abu Dhabi. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das wird, weil ich habe hier schon ein paar Trainingsrunden beobachtet. Wir schalten jetzt ins Qualifying, genau. Und das ist schon ziemlich hart an der Grenze des Legalen, was da gefahren wird. Also mit weißer Linie als Streckenbegrenzung ist da nicht viel. Allerdings hat mir der Jens gesagt, dass man den Curb komplett freigegeben hat. Die Curbs sind teilweise so breit, dass da das Auto auch komplett drauf passt. Und wenn dann die Kurven inneren Räder noch auf dem Curb sind, ja, auch dann halt, was weiß ich, in einer Linkskurve die rechten Räder noch auf dem Curb sind, dann ist das noch in Ordnung. Und ich glaube, anders kann man hier auch gar nicht mehr fahren. So. Gehen wir mal gucken. Noch passiert hier ja nicht viel und wir sind wieder bei Jens. Der ist jetzt natürlich auf Platz 1, weil der ist ja im letzten freien Training als einziger eine Zeit gefahren. Genau. Und wollen wir mal schauen, was er jetzt hier treibt. Natürlich, immer wenn ich broadcaste, ist dann auf dem anderen Kanal noch irgendwas los. Und ja, die haben momentan wieder ein Problem mit dem Sound. Ist nicht synchron. Ja, erzählen wir mal zwischenzeitlich ein bisschen was zu den Gewichten. Das gibt nämlich auch ein bisschen Aufschluss darüber, was hier gerade los ist. Kevin Flitsch ist momentan, ist heute der schwerste mit 45 Kilo. Und Robin Frischkopf, der ja schon ziemlich safe ist in der Meisterschaft, hat Gewicht abgebaut. 20 Kilo nur noch. Und Stefan Hauenstein fährt dafür aber mit 30. Edgar Ostermann ist nicht dabei. Ich weiß nicht, der muss, glaube ich, ja, nee, das, ja, jedenfalls ist er nicht dabei. Der hätte 25, 20 Kilo, wie gesagt, für Robin Frischkopf und 25 Kilo für Dennis Erner. Dann haben wir auch den Micha Gehrig mit 20 Kilo. Ich weiß gar nicht, ob der dabei ist. Ich sehe ihn momentan nicht. Und, ja, 15 Kilo für Danny Volkert und Dominik Smoll. Also da geht schon noch ein bisschen was. Zur Meisterschaft hat Jens schon eigentlich das Wesentliche gesagt. Ich werde nachher nochmal die Punktestände so ein bisschen im Warm-up bekannt geben, dass ihr da noch ein bisschen informiert seid. Ja, und jetzt gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Zumindest Jens Burkhardt geht dann schon mal auf seine schnelle Runde, nämlich genau jetzt. Thank you.
So, sorry, dass das jetzt hier ein bisschen geruckelt hat. Ja, wir sehen, Kevin Flitsch hat schon mal eine schnelle Runde gefahren und da gab es auch schon gleich eine 59, nämlich 59.903. Und ja, sorry, das wird jetzt gleich nochmal ein bisschen ruckeln, aber ich muss hier ein paar Sachen einstellen. Und ja, das ist hier alles ein bisschen schwierig hier gerade. So, okay. Also, Jens gar nicht mal so schlecht jetzt hier. Erster Sektor. So, okay. Also, Jens momentan natürlich noch weit entfernt von einem guten Platz. Wir schauen mal eben auf Platz 2, weil Kevin Flitsch hat an Robin Frischkopf abgeben müssen. Wir schauen mal eben auf Platz 2, weil Kevin Flitsch hat an Robin Frischkopf abgeben müssen. So, okay. So, okay. Ich hoffe, wir konnten den anderen jetzt helfen. Ich hoffe, wir konnten den anderen jetzt helfen. Und wir schauen auf die Zeiten. Was kann der Kevin hier machen? Ah, das wird nicht besser. Nein, nein, nein. 27.000stel fehlen Ihnen hier auf Robin Frischkopf. Das ist natürlich ganz bitter. So, Stefan Hauenschein, aber hier mit einer Bestzeit im zweiten Sektor. Nee, im ersten Sektor. So, Stefan Hauenschein, aber hier mit einer Bestzeit im zweiten Sektor. Nee, im ersten Sektor. Da ist jetzt irgendwas mistig geworden, also da stimmt was nicht. So, wir gucken mal, Jan Baskin ist hier auch gar nicht mal so schlecht unterwegs. Da sehen wir noch eine Corvette, ein bisschen ja, abseits der Strecke fahren. Also Baskin ist momentan Sechster, Micha Betz auf der 7. Ja, unser, also Micha Betz und der Markus Farnold hier als Wildcard-Fahrer unterwegs. Also wir sind erst zu spät in die Meisterschaft eingestiegen. Aber gut platziert oder gar nicht mal so schlecht platziert. Und Micha Troscher ist wieder dabei. Das freut mich natürlich sehr. Dominik Smoll momentan völlig unter Wert. Also weiß gar nicht, was hier mit dem los ist. Dominik Smoll momentan völlig unter Wert. Ulrich Windmöller auf der 12, auf der 13 Arne Bachem, auf der 14 Jens Erner, auch der wird wohl noch ein bisschen nach vorne kommen, hoffe ich mal. Auf, ja, da ist es dann schon weg. Auf der 12 sollte das sein. Kriege ich den hier nicht angezeigt? Keine Ahnung. Dominik Smoll, ist der zweimal drauf oder was? Nee. Irgendwie. Dominik Smoll, ist der zweimal drauf oder was? Nee. So, da haben wir den Ulrich Windmöller. Dass das hier mit den Schatten der Autos nicht hinhaut, ich weiß nicht. Ich vermute, es liegt an der Strecke. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich habe schon die bestmöglichen Schatten eingestellt. Ich habe es mit widrigen versucht. Es ist alles irgendwie, verschwinden die. So, gehen wir nochmal ganz schnell vorgucken zu Kevin Flitsch. Der geht jetzt auf, glaube ich, jetzt auf die schnelle Runde, genau. Kevin Flitsch, der geht jetzt, glaube ich, jetzt auf die schnelle Runde, genau. So, jetzt sind wir mal gespannt auf die erste Zwischenzeit. Ich glaube.
Wir haben hier ein bisschen doppelt. Genau. Ja, sorry, wenn ich Echo hart hatte. So, ja, ich hatte meine Webseite noch offen. Macht aber nichts. Ich finde das cool, wenn das so verzögert kommt. So, gucken wir mal zur Zwischenzeit. Was passiert hier? Na, oh ja. Fast 2/10 Vorsprung. So, jetzt hat er aber Rückstand hier. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Also dadurch, dass hier die... Ah, ich befürchte. Ja, es tut mir leid. So, okay. Ja, also tut mir leid, dass ich hier immer noch ein bisschen abgelenkt bin, aber bei der GPW, WVC oder so, die sind momentan gerade, da gibt es Probleme. Und das passiert immer meistens dann, die streamen irgendwie 4-mal die Woche, aber wenn ich hier auch mal auf Sendung bin, dann haben die Probleme. So, aber es nützt nichts, der Robin Frischkopf bleibt auf 1 mit seiner 1,59,727. So, jetzt haben wir hier den Patrick Flüchtlingsthaler. Was aber noch viel spannender ist, obwohl eigentlich schon in der zweiten Startreihe, ist Dennis Erner, weil der ist nur 6/1000 hinter Flüchtlingsthaler. Also da sollten wir vielleicht mal hinschauen. Nee, das wird nichts mehr hier die Runde. So, Stefan Hauenstein bleibt auch erstmal in der Box. Jens Burkhardt jetzt auf 6, hat den Jan Paskenis vertrieben. Ja, bleibt auch dabei. Der Jan. Mal schauen, was ihm noch gelingt. Halbe Sekunde Rückstand. Ich befürchte, das wird wohl nicht reichen. Zum. Ja. Er wird wohl pro Sektor in etwa so viel verlieren. Er lässt es hier ziemlich krachen.
gucken wir mal jetzt hier über Start und Ziel. Ja, ist schon fast nicht mehr zu machen. Nicht die erste Linie, die zweite ist wichtig. Und das sind nochmal, ja, Platz 9. Also da geht nichts. Da, ja, Stefan Hauenstein, Jens Burkhardt, Markus Farnhold, die sind alle noch vor ihm. Also für die Top 5 reicht es nicht. Dennis Erner ist nach wie vor 6.000stel hinter Patrick Füglisthaler. Zwei Zehntel. Insgesamt Rückstand auf die Spitze 8 Zehntel. Mit dem Rückstand wäre er jetzt Dritter, den er jetzt bei der Zwischenzeit hatte. Platz 5. Es nützt nichts. Er bleibt auf 5. Also da geht nichts mehr. Die Zeit ist abgelaufen. Somit Robin Frischkopf, der hier nochmal versucht, eine Zeit drauf zu packen. Gucken wir mal, ob ihm das gelingt. Vorsprung hatte er im letzten Sektor. Aber ich denke mal, das klappt nicht. Nee. Das wird nichts mehr. Also. Robin Frischkopf und Kevin Flitt stehen definitiv in der ersten Startreihe. Startreihe 2 für Dominik Smoll und Patrick Flüglisthaler, der jetzt hier in die Box kommt. Dann haben wir Dennis Erner auf der 5 und Stefan Hauenstein auf der 6 in der dritten Startreihe. In der vierten Startreihe dann Jens Burkhardt und Markus Farnhold auf 7 und 8. Platz 9 für Jan Baskenes, 10 für Micha Betz, 11 für Micha Drescher. Platz 12 Jens Erner, 13 Ulrich Windmöller, 14 Arne Bachem. Ja, ist ein bisschen schade. Also ich bin wirklich enttäuscht. So, ich meine, klar, es ist kurz vor Ostern, aber da wurde extra noch der Termin verlegt und auf Mittwoch. Und ja, jetzt so wenig Fahrer, vor allem Edgar Ostermann, aber er hat wahrscheinlich gesehen, dass er in der Meisterschaft das nicht mehr hinkriegt. Und ich weiß es nicht, was der Grund ist. Ich vermute das mal, sehr ärgerlich, vor allem für die Organisatoren, weil die Serie hat durchweg richtig gute Beteiligung gehabt, bis auf das letzte und das heutige Rennen. Selbst im letzten Rennen waren es, glaube ich, noch 19 oder 20 Autos und heute zum Finale nur 14. Das ist sehr, sehr ärgerlich, wirklich ärgerlich. So, wollen wir mal schauen. Müsste eigentlich klar. Genau, jetzt sind wir hier im Warm-up. Genau. Tja, da sehen wir Rauch aufsteigen. Nicht schlecht. Kommen wir mal zur Fahrermeisterschaft. Dazu suchen wir uns aber erstmal einen schöneren Screen hier. Ja, der sieht doch lustig aus, oder? Genau. So, hier haben wir das ein bisschen besser. Genau. Also Kevin Frischkopf führt hier mit 13 Punkten vor Kevin Flitsch. Also es gibt zwar noch ausreichend Punkte, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er hier 13 Punkte verliert, also das müsste, ja, da müsste mindestens ein Totalausfall dabei sein. Also was Punkte betrifft, was bei der Anzahl der Fahrer nicht möglich, also müsste er schon wirklich ausscheiden aus einem Rennen und der Kevin müsste dann gewinnen. Edgar Ostermann spielt keine Rolle mehr. Jens Burkhardt wird, egal auf welchem Platz er heute
hier ins Ziel kommt, wird er auf alle Fälle an Edgar vorbeigehen. Genauso wahrscheinlich wird Dennis Erner und Danny Volkert und auch Stefan Hauenstein an Edgar Ostermann vorbeigehen. So die sich irgendwie, ich sag mal, diese vier mehr oder weniger ja gut platzieren. Also ich sag mal, in den Top 10, in den, ja, 4 Punkte bräuchte der Stefan Hauenstein, um mit Edgar Ostermann gleichzuziehen. Also sagen wir mal 5 Punkte. Also wenn die da irgendwie in die Top 10 fahren, die Jungs, dann sollte das klappen. Jan Baskenes mit 98 Punkten, Dominik Snoll dann mit 118 Punkten und Jan Baskenes mit 98 Punkten, Micha Gehrig mit 88, das sind die Top 10. In der Teammeisterschaft ist es so, dass X-Ray Swiss mit 248 Punkten auch ziemlich sicher führt. Das ist das Team von Robin Frischkopf. Der fährt da mit dem Patrick Flüchsigsthaler. Und Flying Lizard auf Platz 2, punktgleich mit Monster Racing. Also das wird nochmal spannend. RSA Founder Team mit Arne Bachem und Jens Burkhardt 195 Punkte. Also da muss auch schon einiges passieren, dass die sich da noch in die Top 3 verbessern können. Demo Racing mit 180 Punkten, Young Driver 167 Punkte. Also hier ist es vor allem dann, ja, Asia Unlimited ist auch nochmal mit 161 Punkten ziemlich, also da geht noch ein bisschen was auf den Plätzen, ja, 4, 5, 6 und 7. Auf der 8 haben wir dann M&M Racing Team mit 115 Punkten, 104 Punkte für CZ Racing und so, ja, und das letzte Team, das, ja, sorry, den Namen sage ich hier nicht, das finde ich unmöglich. Mit 59 Punkten, die sind eh ziemlich weit abgeschlagen. So, so sieht das hier momentan aus. Genau. Und wir werden jetzt in Kürze, in einer Minute 50, den Rennstart sehen. Ja, gucken wir mal noch, ob wir irgendein Auto finden hier auf der Strecke. Ja, Robin Frischkopf fährt hier noch munter seine Runden, als ob er nicht schon schnell genug wäre. Eigentlich sollten solche Piloten fürs Warm-up nochmal eine Sperre kriegen. Nein, der Robin ist wirklich ein super schneller und ein super sicherer Fahrer. Manchmal ein bisschen ungestüm noch, aber ja, nicht umsonst. Also ich glaube, die letzte Wintermeisterschaft hat er auch gewonnen. Und ja, das, was heißt, ich glaube, da braucht man ja bloß mal nachgucken. Ja, natürlich, natürlich. 145 zu 137 Punkten hat er das damals vor Edgar Ostermann und Jens Purkott gemacht, obwohl Jens Purkott vor Jens Erner nur mit einem Punkt Dritter geworden ist. Also wollen wir mal schauen, wie das dieses Mal ausgeht. Dennis Erner, nicht Jens, Entschuldigung. Momentan hat Jens 2 Punkte Vorsprung auf Dennis Erner. Also das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Danny Volkert 155 Punkte und Stefan Hauenstein ebenfalls 155 Punkte. Also das wird hier heute wirklich knallhart. Jens hat es vorhin schon erwähnt. Also das sind noch etliche Fahrer, die hier, bei denen sich in den Positionen alles Mögliche noch ändern kann. Wir werden dann hoffentlich zeitnah die Results bekommen, sodass wir in den Interviews oder nach den Interviews noch den Meisterschaftsstand vor allem auf den Positionen dann durchgeben können. So, der Jan übt nochmal einen Start. Die Zeit ist abgelaufen hier. Uiuiui, da kommt noch einer. Noch zwei. Ah, das macht er ganz ordentlich. Junge, Junge. Ja, wollen wir mal hoffen, dass der Start gut klappt. So, wir dürfen gespannt sein. Der erste von 2 Läufen heute Abend über 20 Minuten. Dann der zweite Lauf über 40 Minuten mit umgekehrter Reihenfolge am Start. Die ersten 10 des ersten Laufs stehen dann werden ausgetauscht.
Und ja, und dann hoffen wir mal, dass das hier richtig, richtig spannend wird, wie das sonst immer war. Ich habe so ein bisschen meinen Bauchweh mit dieser Strecke hier. Aber gut, wir werden sehen. Da laufen nochmal die Qualizeiten durch. So, alle Fahrer sind da. Und das Ganze geht jetzt hier auf die Reise. So schlecht sieht das gar nicht aus mit den 14 Autos. Bums, da fliegt der Böller um. Gut, dann brauchen die anderen nicht umfahren. So. Noch zwei, drei Kurven und dann geht's auf die Start und Ziel. Letzte Kurve. So, wir dürfen gespannt sein. Also, gut. Der wirkliche Konkurrent für Robin Frischkopf fehlt heute so ein bisschen. Aber ich habe trotzdem noch die gute Hoffnung, dass Kevin Flitsch und Dominik Smoll hier dem Robin das Leben richtig schwer machen. Und natürlich auch Dennis Erner. Wollen wir mal gucken. Patrick Flügsisthaler hat sich wieder super gut platziert. Der hätte mal ein bisschen früher in der Saison aufwachen sollen. Also die letzten zwei, drei Rennen ist er jedes Mal sehr, sehr gut gefahren. So, jetzt sollten die Ampeln angehen. Da sind sie. Da unten sehen wir es und da oben und was weiß ich überall. Und auf geht's. Ich befürchte mal, Smoll hier mit einem sehr, sehr schlechten Start wieder. Hat schon verloren gegen Flügelsthaler. So, jetzt wollen wir hoffen, dass hier nicht noch einer rauskegelt. Das sieht erstmal alles ganz wunderprächtig aus. Da fehlt uns, glaube ich, auch keiner. Markus Farnold verliert einen Platz gegen Jens Burkert. Nee, Jens Burkert holt sich den wieder, genau. Oh, und hier ist es dann natürlich actionmäßig entsprechend eng. Hier in der Spitzkehre. Ah, das sieht alles gut aus. Da macht keiner irgendwelchen Blödsinn. Und natürlich jetzt hier die lange Gerade. Und da könnte es sein, nee, kann es nicht sein, aber was ich natürlich völlig vergessen habe, ist zu sagen, Kevin Flitsch ist vor Bayern, Robin Frischkopf. So, und der Kevin wird hier alles tun, um Frischkopf hinter sich zu halten. Definitiv.
Aber die beiden haben natürlich schon ein bisschen Vorsprung auf Patrick Fünftisthaler und auf Stefan Hauenstein. Hauenstein hier von der 6 vorgefahren bis auf die 4 und macht jetzt richtig Alarm gegen, ja, das war es glaube ich dann auch schon, aber kommt hier sehr weit raus und dreht sich jetzt auch. Ja, großartig. So, und da steht er natürlich an der Stelle, wenn sich einer rausdreht, dann trifft er die Stelle und für Stefan heißt das jetzt erstmal Ende des Feldes. Na, der wird sich freuen. So, und Klein Flügelstaler lacht sich jetzt ins Fäustchen. Dominik Smoll aber dran. Dominik Smoll wieder mit einem extrem schlechten Start. Und ich befürchte mal, er wird wohl hier dann auch ganz, ganz zeitnah versuchen, irgendwie an Flügelstaler vorbeizukommen. Aber man darf halt nicht mehr so viel erwarten, dass der Patrick, ja, problemlos zu überholen ist. Der ist in den letzten Rennen richtig, richtig gut geworden. Also, das wird ein hartes Stück Arbeit für den Dominik. So, Jens Purkott so ein bisschen im Fight mit Markus van Holt. Markus van Holt hier mit der Wildcard unterwegs und ja, der hat, wie gesagt, in den letzten Rennen gezeigt, oder in den Rennen, seitdem er hier mitfährt, gezeigt, dass er was drauf hat. Also, da ist auch jederzeit mit zu rechnen. Womit natürlich niemand rechnen kann, ist mit den Widrigkeiten dieser Strecke hier. Also rhythmisch ist wirklich was anderes. So, und hier hinten ist natürlich auch nochmal die Hölle los. Micha Tröscher, dann Jan Paskenes und dahinter Dennis Erner. Dennis Erner, der muss irgendeinen Mist gemacht haben. Der war nämlich weit, der hat, ja, ich glaube, 5 Plätze verloren. Haben wir so gar nicht gesehen. Stefan Hauenstein ist zumindest schon mal wieder vorbei an Micha Betz. Also ist schon mal nicht mehr letzter. So, da gab es jetzt kleine Berührung zwischen Dennis Erner und Jan Paskenes. Der soll mir ja den Jan in Ruhe lassen. So, und Windmöller. Ja, der fährt immer ein sehr unauffälliges Rennen, aber ja, hin und wieder klappt es dann. Die Anna-Brüder hier für Monster Racing unterwegs. Arne Bachem auf der 12. Micha Betz richtig schön dran. Und der Stefan Hauenstein ist wieder zurückgefallen. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was passiert ist. Nee, der ist gar nicht zurückgefallen. Das ist völliger Unsinn. Der ist da mittendrin. Hier geht es jetzt zur Sache. Jo, so sieht das aus. Monster auf Abwägen. Und hört das was? Nee. Oder doch? Ja, das sollte es gewesen sein. Jetzt ist er vorbei. Stefan Hauenstein vorbei an Jens Erner. Und der nächste Kandidat oder das nächste Opfer wäre dann Ulrich Windmöller. Ja, schöne Vierergruppe hier. Also ihr seht, selbst mit nur 14 Autos in der richtigen Rennserie gibt es immer irgendwie was zu schauen. Immer spannende Kämpfe. Und naja, sind wir mal gespannt. So, aber an Windmöller beißt er sich momentan so ein bisschen die Zähne aus, der Stefan Hauenstein. Im Gegenteil, er muss jetzt sogar mehr nach hinten gucken, weil da greift jetzt Jens Erner an. Hauenstein macht hier aber zu. Und ist jetzt wieder dran hier an Windmöller. Oh, wird aber volles Risiko, die Curbs hier. Das wird aber mehr als weit ausgenutzt, dass man die Curbs hier in voller Breite überfahren darf. Also auch noch außerhalb der weißen Linie. Hier zum Beispiel. Oh,
jetzt hier wieder kleiner Wackler. Kevin Flitsch fährt die schnellste Rennrunde mit einer 2:00.664. Das hätten andere gerne als Quali-Zeit gehabt. So, sehen wir jetzt einen Angriff hier. Er versucht, aber er beißt sich hier wirklich die Zähne aus. Vorne ist noch alles beim Alten. Flitsch vor Frischkopf und Flügelisthaler, Dominik Smoll auf 4, Purkert auf 5. Aber jetzt ist Markus Jens Burkert, was ist passiert? Wir gehen zurück und schauen uns das an. Hier ist das Leben noch schön. Die Wiesen sind noch grün, ja. Und da bleibt er hängen. Und das sieht mir aber so aus, als ob das irgendwie... Das sieht mir nicht aus wie ein... Naja, doch, ein bisschen früher auf dem Gas gewesen. Sah so ein bisschen aus wie ein unsichtbarer Bordstein oder so, der ihn da umgedreht hat. So, wir gucken mal zu Dennis Erner. Der hat hier nämlich gut zu tun mit Jan Baskenes. Aber es ist halt wirklich, außer auf dieser langen Geraden, auf dieser Gegengeraden, ist es hier wirklich schwierig zu überholen, beziehungsweise Windschatten zu überholen, also ein klassisches Überholmanöver zu setzen. Der Art- und Zielgerade ist auch nicht die kürzeste, aber wie wir hier sehen, reicht das überhaupt nicht, um in den Windschatten zu kommen. Jedenfalls hier jetzt nicht für Jens Erner, für Dennis Erner. Also er beißt sich hier genauso die Zähne aus wie Hauenstein an Windmüller. Und Stefan Hauenstein verhaut's wieder. Wir gucken zurück. Was ist hier jetzt gewesen? Ich glaube, der hat eine gekriegt. Oder? Der langen Geraden hier hat er da einen Fehler gemacht. Also eigentlich alles gut, aber er wurde eben hier irgendwie durchgereicht. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau warum. Aber egal, er ist nach wie vor dran an Windmüller. Aber auch jetzt auf Position 13 und 14. Irgendwas muss passiert sein. Die waren schon ein Stück weiter vorne. So, Jens Purkert ist auch wieder vorbei an... Hoppala, was ist jetzt los? Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Also mein ganzes Timing spinnt hier. Jetzt ist Markus Farnhold auf der 14. Das ist aber auch richtig. Da ist er wirklich. Hier war er noch vor Baskenes. Ich glaube, wir haben hier ein Problem mit der Zeitnahme. Weil der macht hier keine Fehler. Ich kann hier nichts erkennen. Nö, wir sind wieder live, also da kann nichts sein. Hier gibt es ein Problem mit der Zeitnahme. Und ich glaube, das war schon ein bekanntes. Ich bin mir, jetzt ist er wieder auf 5. Das ist ja lustig. So, aber Jens Purkert ist und bleibt auf 8. Stefan Hauenstein ist jetzt wieder 9. Leute, was geht hier ab? Ich verliere hier gerade völlig den Überblick.
So, gehen wir mal zur 11. Hier fetzen sich im wahrsten Sinne des Wortes Ulrich Windmüller, Arne Bachim und Micha Betz. Cooler Dreikampf, macht richtig Spaß. Also auch auf den hinteren Plätzen ist hier richtig, ja, Action und das auch auf hohem Niveau. Wir wollen die mal nicht so sehr loben, nicht, dass jetzt hier gerade einer dem anderen in die Karre fährt. Aber Arne Bachim jetzt hier mit, naja, sag mal, ein bisschen verschätzt. Dadurch Micha Betz wieder sehr, sehr dicht dran gekommen. Und ein bisschen Luft für Ulrich Windmüller. Oh, da kriegt er mal auch eine mit. Oh, soll das sein? Nichts passiert. Dennis Erner vorbei an Markus Farnold. Vorbei. Der Micha hält sich auch gut zurück, also ist nicht der aggressivste. So, 5 Minuten haben wir noch. Bisschen drüber. Ja, aber die drei bieten eine tolle Show, aber so richtig, ja, ein bisschen mehr Action würden wir uns schon noch wünschen, ne? Ansonsten vorne, die Positionen sind klar, Kevin Flitsch ist nicht zu halten. Und es ist der direkte Konkurrent für Robin Frischkopf, allerdings, wie gesagt, ihm fehlen 13 Punkte, also... Er kann nicht mehr machen als siegen. Er kann nur darauf hoffen, was natürlich auch wieder keiner will, dass dem Robin irgendwas widerfährt, weswegen er keine Punkte bekommt dann. Jetzt macht aber Betz langsam ernst. Würde ich jedenfalls mal so meinen. Ja.
Walcott fährt mal seine schnellste Rennrunde. Persönlich schnellste. Ja, und von da hinten kommt dann auch noch der Micha Tröscher. Also es wird jetzt hier schon fast ein Vierkampf. Jens Erner würde jetzt momentan auf Pol stehen. Ich weiß es nicht so ganz genau, wie das jetzt ist, wenn der Markus van Holt als Wildcard-Fahrer... hoppala, das war ja jetzt eine Überraschung, würde ich mal meinen. Jetzt nicht was mit dem Micha. Ja, na gut. Wir gucken mal nach vorne. Ja, ich denke mal, das ist klar. Robin Frischkopf, auch das ist klar. Patrick Flüglisthaler, also ein sehr gutes Teamergebnis hier wieder für X-Ray. Dominik Small auf der 4. Auch das ist alles safe. Dennis Erner auf der 5. Markus Farnold auf der 6 und Jan Baskenes auf der 7. Aber hier geht es auch noch heiß zur Sache. Das gucken wir uns jetzt mal die letzten 2 Minuten hier an. Zumal der Jens Purkott, naja, dran ist er noch nicht wirklich. Das sind noch 1,5 Sekunden Abstand. Ja, 1,5 eher. Aber auch der hat da noch irgendwie, wenn sich hier vorne irgendjemand rauskegelt, wie jetzt hier. Naja, das war aber jetzt verdammt knapp. Gucken wir mal zu dem Markus hin. Der hat ja irgendwann den Platz abgegeben an Dennis Erner. Den 4. Platz. Wenn ich das jetzt hier richtig interpretiere, kriegt jetzt hier auf den letzten 30 Sekunden der Jens Purkott nochmal Höhenflügel gegenüber Jan Baskenes. Wir müssen jetzt aber erstmal auf die 1 schauen. Ich glaube, der ist dann gerade so über Start und ja, was heißt gerade so? Aber das dürfte die letzte Runde sein. Definitiv. So, Jens Purkott macht ernst. Zeit ist abgelaufen, die offizielle. Das wir, ja. Deswegen können wir jetzt hier gar nicht mehr viel machen. Wir können ja nur hoffen, dass da nicht so wahnsinnig mehr viel mehr passiert. Herzlichen Glückwunsch an Kevin Flitsch. Laufsieg in Lauf 1. Robin Frischkopf auf der 2. Auf der 3 Patrick Flüglisthaler. Und jetzt wird es dann schon eng. Auf der 4 Dennis Erner. Platz 5 für Markus van Holt. Jan Baskenes auf der 6. Jens Purkott auf der 7. Auf der 8 Dominik Small. Auf der 9 dann immerhin noch Stefan Auenstein. Und der Pulsitter des zweiten Laufes kommt jetzt hier über Start und Ziel. Das ist dann Jens Erner. Ulrich Windmöller hier dicht gefolgt von Micha Betz. Micha Tröscher auf der 13 und Arne Bachem auf der 14. Also so wie ich die hier durchgeschaltet habe, sind die auch über Start und Ziel gekommen. Nicht schlecht, muss man mal sagen. Also hoppala. Und wenn mir einer... Uiuiui. Also irgendwie die Strecke hat so ihre Tücken, würde ich meinen. So, gehen wir, zeigen wir nochmal den Sieger, Kevin Flitsch hier.
in seiner Corvette und wir machen kleine Pause. Und freuen uns auf den zweiten Lauf. So, meine Damen und Herren, wir sind wieder da. Wir sind wieder zurück hier live aus Abu Dhabi. Und ja, wir sind mal sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Der zweite Lauf, die Startaufstellung wird umgedreht. Und naja, da könnte es sein, dass wir hier eine Menge Spaß erleben, weil Jens Erner steht auf Pol. Und ja, und dann werden wir mal gucken, vielleicht kommt sogar Jens Burkhardt noch so ein bisschen in den Genuss. Aber im Großen und Ganzen geht es hier um die Meisterschaft zwischen Robin Frischkopf und Kevin Flitsch. Kevin hat jetzt nochmal alles richtig gemacht, hat den ersten Lauf gewonnen, aber Robin Frischkopf ist Zweiter geworden. Genau, Kevin hat gewonnen und Robin ist Erster geworden. Nee, aber wie gesagt, das ist natürlich dann schwierig. Und wenn wir uns jetzt mal so ja umschauen, wie das hier so war, 20 Starts für Robin Frischkopf. Pol hat er überhaupt keiner eingefahren. Aber er hat natürlich 10-mal auf dem Podium gestanden. Kevin Flitsch 8-mal, hatte sogar 3 Pols, hat doppelt so viel Rennen gewonnen, hat an 2 Rennen mehr gefahren, aber teilgenommen, aber es hat halt nicht sollen sein insgesamt. Und somit haben wir natürlich die reinen Daten über die Saison sprechen natürlich ganz klar für den Kevin, aber letztendlich der Kevin hat ein paar ja, Null-Wochenenden dabei, würde ich mal so sagen, mit Ausfällen und mit Disconnects und weiß ich nicht was allem. Somit natürlich dann, das haut dann richtig rein und wenn ein anderer regelmäßig punktet, ja, dann sind das Punkte bei so einem Vollausfall, die holt man nicht so einfach wieder auf. Gut. Wo waren wir denn dieses Jahr überall? Wir waren in Hockenheim, wir waren in Brands Hatch, wir waren in Zhuhai, wir waren in Manikur, wir waren in Silverstone, in Dubai, auf dem Norrisring, auf einer 1-Ring, dann der Abstecher nach Laguna Seca, dann die Überraschungsstrecke San Luis in Argentinien, dann einmal ja andersrum über den Teich nach Suzuka, nach Japan und heute hier, wie gesagt, in Abu Dhabi. Ja, das war so das, was wir hier über die Wintersaison hatten. Gefahren wurden oder werden noch die GT-Fahrzeuge der sogenannten Enduracers Mod. Und ja, in leicht abgewandelter Form. Und die Autos sind angepasst, die GT1 und die GT2 Klasse. Somit sind die hier im Prinzip, ja, sag ich mal,
gleich stark oder ähnlich stark. Die haben natürlich differente Physics, aber wir haben ja jetzt gelernt, auch wenn man allen Fahrzeugen einer Klasse die gleichen Physikdateien gibt, sind die Autos trotzdem nicht gleich. Da ist ein Unterschied zwischen dem physischen Schwerpunkt, also dem Schwerpunkt, der in den Physikdateien festgelegt ist, und dem Schwerpunkt im 3D-Modell gibt. Und man hat das sehr spannend getestet, indem man einfach ein Auto auf Stelzen gestellt hat, also sprich irgendwie ganz lange Stoßdämpfer da reingebaut hat, hat dem aber rein von der Physik her einen sehr niedrigen Schwerpunkt gegeben und trotzdem ist das Auto umgefallen. Für R-Faktor 2 ist dieser Bug gefixt worden, für R-Faktor 1 natürlich nicht. Und somit sind Fahrzeuge mit gleicher Physik nicht gleich. So. Minuten 10 haben wir noch, 15, 16, 15, genau. Und dann geht es in das 40-minütige Rennen und jetzt werden wir mal sehen, dass auch da, ich meine, das erste Rennen, ob trotzdem nur 14 Autos da war es doch, ja, nicht auf keinen Fall langweilig, streckenweise sogar richtig spannend und also für den ersten Lauf völlig okay. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das hier im zweiten jetzt funktioniert. So, jetzt sehen wir hier diese lustige Auffahrt in die, auf die Strecke hier. Diese Brücke, also diesen Tunnel, muss man ja sagen, durch diesen Tunnel durch. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dies ist der letzte Lauf der Race Day Speed Association. In der Wintersaison 2012-2013. Irgendwann, ich habe das noch nicht genau geschaut, irgendwann geht die Sommersaison los. Da dürfen wir wieder gespannt sein. Ich habe nur gehört, richtig geile Autos, richtig geile Strecken. Naja, dann werden wir mal schauen, was die sich hier ausgedacht haben. Es hat wieder ein bisschen geruckelt. Wir schauen mal nochmal in die Boxengasse. Da ist momentan auch nicht allzu viel los. Die meisten Teams, die meisten Fahrzeuge sind in der Box. Macht auch keinen Sinn mehr, großartig noch auf der Strecke rumzugurken. Sind jetzt nur wenige Sekunden. 3, 2, 1. Dem anderen seins. So, und wir warten gespannt auf den Rennstart. Da kommt noch einer in die Box. Das dürfte der Jens Erner sein, genau. Der Dennis Erner, genau. Jens fährt ja ein Ferrari, das war wohl ziemlich deutlich zu erkennen, ein Porsche. So, und Jan, was geht es, gewinnt hier das Warm-up, das zweite. Ach nee, Blödsinn, das ist überhaupt nicht Jan. Das ist Arne Bachem. Mein Gott, jetzt hätte ich aber hier beinahe einen Blödsinn erzählt. Und ich glaube, wir haben kein Fahrzeug mehr. Genau.
Der Micha Bregartner ist dazu gekommen. Das freut uns natürlich sehr. Und somit haben wir jetzt dann 15 Fahrzeuge hier. So, und ich denke mal, die Aufstellung sollte jetzt stimmen. Und die Herrschaften sollten jetzt auch langsam auf die Strecke gehen. Die meisten sind da schon. Genau, da war sie. Jens Erner auf der Position 1. Auf der 2 Stefan Auenstein. Platz 3 oder Startplatz 3 für Dominik Smoll. Von der 4 startet Jens Burkott. Platz 5 für Jan Baskenis. Platz 6 für Markus Farnold. Auf der 7 Dennis Erner. Auf der 8 Patrick Flüglisthaler. Auf der 9 Robin Frischkopf. Und von 10 startet Kevin Flitsch. Das werden wir jetzt mal beobachten hier von der 10, ob der Kevin wieder vorbeikommt an Robin Frischkopf beim Start. Im ersten Lauf ist ihm das ja ziemlich gut gelungen. Ulrich Windmöller auf der 11, Platz 12 für Micha Betz. Auf der 13 Micha Tröscher, 14 für Arne Bachem und auf der 15 Michael Pregartner. Das ist mal eine großartige Sache, dass der hier noch dazugekommen ist. Vor allem in der geilen Martini-Lackierung hätte ich mir eher beim Porsche gewünscht, aber egal. Hauptsache, die Lackierung ist zu sehen. So, und der Jens ist schon so aufgeregt, dass er jetzt schon so ein bisschen Rennen fährt. So einen deutlichen Vorsprung, fast eine Sekunde auf Dominik Smoll. Okay, jetzt bremst er das wieder alles ein bisschen zusammen. Jetzt wollen wir hoffen, dass das mit dem Start funktioniert. Sorry. So. Die Fahrzeuge stehen. Wenn der letzte steht, sollten die Ampeln angehen. Da sind sie, die Ampeln. Und wir hoffen auf einen blitzsauberen Start. Ab geht's! Und das sah auch gut da vorne. Ich glaube, die schwarze Corvette wieder ganz schlecht weggekommen und auf der 10, genau, Kevin Flitsch, oh, und jetzt rappelt's hier, hier scheppert's, und wenn mich nicht alles ganz schwer täuscht, ist Kevin Flitsch vorgefahren bis auf die 5. Kevin Flitsch macht hier den Hammerstart und Robin Frischkopf hängt auf Platz 9 fest. Wir gucken mal ausnahmsweise ganz nach hinten. Arne Bachem und Micha Pregartner geben sich's hier. Aber sieht so aus, als ob Micha Pregartner sich jetzt hier durchsetzen kann. Wir gehen an die Spitze. Und da ist es richtig heiß. Stefan Auenstein. Was ist mit Jens Erner? Der ist zurückgefallen bis auf die 4. Jens Purkott führt auf dieser Haschstrecke. Null Training. Thank you.
Ist ja unglaublich. Und Hauenstein wird hier angegriffen von Markus Farnhold. Also das ist jetzt hier aber richtig Action. Wir sind im Auto von Markus Farnhold. Der hat den Kevin Flitsch im Kreuz. Der fährt bereits auf 4. Robin Fischkopf immer noch auf 9. Es reicht, die Top-10-Platzierung reicht dem Robin. Der muss hier keinen raushängen lassen. So, Angriff jetzt hier. Oh, und Farnhold geht. Nee, hält sich. Ja, hält sich noch vor Kevin Flitsch. Ist, wie lange kann er das noch halten? Wir sind im Auto von Kevin Flitsch. Geht hier die etwas weitere Linie, ist dadurch etwas schneller, der hat die etwas kürzere Linie, aber sieht ist nicht so das große Problem, aber jetzt könnte es passen, hier kommt er richtig gut raus. Ach Schiete, wo bin ich denn jetzt hingekommen? Kevin Flitsch ist vorbei. Kevin Flitsch ist vorbei, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Ich bin hier irgendwie abgerutscht, tut mir leid. Hier raus macht Farnhold einen Fehler und Flitsch geht hier lockerflockig vorbei. Ist nicht nur auf der besseren Linie, sondern kommt auch deutlich besser aus der Kurve raus. Wir gehen wieder live. Kevin Flitsch auf Platz 3, Robin Frischkopf nach wie vor auf der 9. Ja, das wird jetzt hier aber richtig spannend. Liebe Leute, also da sind wir mal echt gespannt. Es gibt jetzt 16 Punkte für den Sieg. Im Sprintrennen gab es 12 für den Sieg und 10 für den zweiten Platz. Also 2 Punkte hat er bereits gut gemacht von den 13 Punkten, also 11. Und jetzt haben wir wenn ich das richtig sehe, gäbe es für den 9. Platz 6 Punkte. Das wären 10 Punkte Vorsprung, also 10 Punkte würde er hier nochmal gut machen, würde ihm ein Punkt zur Meisterschaft fehlen, dem Kevin Flitsch. Also Robin Frischkopf muss
auf der 9. Position ins Ziel kommen, wenn ich das hier richtig sehe. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Also der darf nicht noch irgendeinen Platz verlieren. Allerdings ist hinter ihm auch niemand, der ihm wirklich gefährlich werden könnte. Zumal er schon fast 5 Sekunden Vorsprung hat auf den 10 Platzierten. Also jetzt nur noch sauber nach Hause fahren. Keine Aktion mehr machen. Wobei er ist aber auch dran an, genau, an Dominik Smoll. Punkte hatte er Vorsprung. 2 Punkte hat er im ersten Rennen verloren und 10 würde er im Moment verlieren. Wären 12 Punkte, hätte er noch einen Punkt Vorsprung. Wow, das ist wirklich eng. Hätte ich nicht gedacht, dass sich das noch so eng ausgeht. Sollte aber Kevin Flitsch jetzt noch von seinem 3. Platz nach vorne fahren, dann muss er hier weiter nach vorne kommen. Der Robin. Und der Kevin fightet gegen Stefan Hauenstein. Ein 2. Platz für Kevin Flitsch wären nochmal 2 Punkte mehr. Ein 9. Platz würde dann für Robin Frischkopf nicht mehr reichen. Moment, Robin hat auch noch die Pole gefahren. Also, und... Aber Moment, der Kevin hatte noch die schnellste Rennrunde im ersten Lauf. Der hatte auch noch die schnellste Rennrunde. Also wäre es jetzt so, wären sie punktgleich. Jetzt weiß ich nicht... Im zweiten Lauf gibt es keinen Punkt für die schnellste Runde. Mein Gott, das ist jetzt hier wirklich richtig Krimi. Dann wären sie jetzt bereits punktgleich auf diesen Positionen. Robin Frischkopf ist jetzt aber 8. Robin Frischkopf ist 8. Irgendwas ist passiert und er ist jetzt hier an Jens Erner dran. Und ich würde mal behaupten, da kommt er auch noch vorbei. Dann müsste Kevin Flitsch schon gewinnen. Kevin Flitsch ist bis auf 13. dran an Platz 2. Und, upsala, da hat's, da müssen wir mal, uiuiuiui. Da ist das Auto mal leicht weggenickt, da scheint irgendein Loch in der Strecke zu sein. Robin Frischkopf ist dran an Dominik Smoll. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell da noch eine Teamorder eine Rolle spielen könnte, dass Patrick Flüglichsthaler die beiden überholen lassen muss, damit Robin noch einen Platz gut macht. Momentan findet Kevin Flitsch keinen Weg vorbei an Stefan Hauenstein. Jens Burkert führt nach wie vor mit ungefähr 2,5 Sekunden Vorsprung.
Robin Frischkopf auf der 8. Wären 7 Punkte. Punkte würde Kevin Flitsch bekommen. Das würde nicht reichen. Kevin Flitsch muss an die Spitze. Kevin Flitsch muss gewinnen. Ich habe mich vorhin verrechnet. Ich habe gedacht, der Kevin wäre auf 1, aber der fuhr ja nur auf 3. Blödsinn, was ich da erzählt habe. Also, Kevin ist momentan relativ weit weg von der Meisterschaft, nämlich genau genommen 3,466 Sekunden. Ne, 2,7 Sekunden, ganz genau sogar. Hinter Jens Burkhardt. Der muss vorbei. So, wir gehen jetzt nochmal. Jetzt ist es hier richtig, richtig eng. Jetzt macht er ernst. Er muss den Gegner in einen Fehler treiben. Am besten so wie in der Runde beim letzten Überholmanöver, nämlich dann einfach rausziehen, auf die Startziel besser rauskommen als der Vordermann, aber das hat jetzt hier gerade mal nicht geklappt. Hier verliert er nämlich jede Menge Boden. Muss ich jetzt hier wieder ranbremsen. Das macht er aber gut. Hier in den Kurven hat er einen deutlich besseren Radius als Hauenstein, im Moment jedenfalls. Er sollte im Windschatten bleiben. Er sollte wirklich im Windschatten bleiben. Ja, Hauenstein hier besser. Hier war jetzt Hauenstein besser. Aber jetzt, die Kurven sind hier entscheidend. Aber hier passt es wieder nicht. Hier wackelt das Auto, wird unruhig. Ja, und damit kann er hier wieder nicht punkten. Nee, Hauenstein jetzt hier klar im Vorteil. Und das wird nichts mit ihm hier, dass er hier jetzt eine Chance bekommt. Halbe Sekunde zurück und da vorne fährt Jens Burkhardt locker den anderen davon, obwohl Flitsch deutlich bessere Rundenzeiten fahren könnte. Also der wird hier echt aufgehalten von Hauenstein. Aber natürlich, der von Hauenstein will natürlich auch noch sich verbessern in der Meisterschaft und hat da auch alle Chancen zu. Robin Frischkopf ist mittlerweile 7. Also ich glaube, das hat sich erledigt. Wo ist denn der Dominik Smoll? Denn Dominik Smoll ist ausgefallen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Guck mal, ob ich hier... Ich habe hier irgendeine Nachricht. Nee, da war nichts drüber. Hauenstein geht hier voll Kampflinie und jetzt könnte es reicht nicht ja, und hier muss er, also kann er nichts machen, da ist die Strecke, nimmt die Strecke aus. Das macht Hauenstein ganz geschickt, aber es ist eh egal, wenn Robin Frischkopf auf der 7 jetzt das Rennen beendet, kann er hier Minus Zweiter werden, das hilft ihm nicht. Ups, und jetzt ist es vorbei. Das war's definitiv. Jetzt ist es vorbei. Jetzt geht sogar Robin Frischkopf noch an ihm vorbei. Also das
dürfte es gewesen sein, auch wenn wir noch 23 Minuten zu fahren haben. Das wird der Kevin jetzt nicht mehr aufholen. Ich denke mal, er hat die Reifen hier etwas überfahren in dem Zweikampf mit Stefan Hauenstein und wird jetzt auch einigermaßen Pass haben. Aber wirklich einen Vorwurf zu machen, ist niemanden. Also definitiv nicht. So. Jetzt gehen hier die ersten Boxenstopps los. 23 Minuten vor Ende. Michael Betz in der Box. Oh, Dominik Smoll ist gar nicht raus. Blödsinn, der war als erster in der Box. Entschuldigung. Entschuldigung. So, 25 Sekunden, das ging schnell, Reifen müssen gewechselt werden. Ja, hoffen, dass er genügend Sprit mitgenommen hat, der Micha. Natürlich ist er jetzt erstmal letzter, Dominik Smoll ist vorbei. Wir gucken mal vor zum Führenden, Jens Burkott. Da hinten kommt der Zweitplatzierte, das ist Stefan Auenstein. Und dann haben wir Dennis Erner. Und auf der 4 fährt bereits Robin Frischkopf. So, und natürlich, der Kevin hätte jetzt eigentlich nur noch in die Box gekonnt. Das wäre die einzige Chance gewesen für ihn, hier noch was zu reißen oder den Verlust einigermaßen in Grenzen zu halten. Aber die Zeit für den Dreher, die er hier verloren hat, die ist nun mal weg. Also da ändert auch der vorgezogene oder würde der vorgezogene Boxenstopp auch nichts dran ändern. Patrick Flüglisthaler auf der 5. Auf der 6 Kevin Flitsch. Also das Thema ist gegessen. Selbst wenn der Kevin da jetzt nochmal dran käme, vorbei käme, was auch immer. Robin Frischkopf ist jetzt Vierter und vielleicht wird er noch Fünfter, wenn der Dominik Smoll, wenn seine Taktik aufgeht. Aber ja, werden wir sehen. Unglaublich. Jens Erner und Jan Baskenis hier auch noch gut im Zweikampf. Der Jan auf seiner Corvette. Irgendwie passt auch kein anderes Auto so zu ihm, so wie ich ihn habe kennengelernt. So, die nächsten Ulrich Windmüller und Michael Bregartner sind in der Box. Junge, 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 Junge. 20 Minuten noch. So lange wie... Oh. Ja, fantastische Bilder. Oh, und hier Fehler. Fehler von Erna. Der kriegt jetzt hier wirklich Probleme mit dem Reifen. Und wenn Baskenis seine etwas geschont hat, dann sollte er hier... Boah, guckt euch das an! Guckt euch das an! Außenrum hier! Ja, jetzt reicht noch nicht so ganz. Könnte mir vorstellen, dass Jens Erner jetzt in die Box kommt. Weil momentan verliert er massig Zeit. Mit seinen Aktionen hier wieder so weit raus. Nee, er fährt weiter. Upsala, da gehen wir jetzt aber nochmal gucken. Farnold kommt jetzt auch in die Box. Und Baskenis bremst sich rein und geht hier auch locker flockig vorbei. Das war absolut klasse Manöver. Ja, und das hätte sich Erna jetzt wirklich sparen können, wenn er in der Runde vorher in die Box gegangen wäre. Und jetzt guckt euch mal an, wie viel Vorsprung der Jan Baskenis da gleich rausfährt. Also, ja. Und bei Erna gibt es nur noch stehende Räder.
Burkhardt, Frischkopf, Flitsch. Das sind die ersten drei momentan. Liegt jetzt daran, dass die dazwischen bereits an der Box waren. Und ja, bleibt abzuwarten, wann die Herrschaften reinkommen. So, wir gucken mal nach vorne. Jens fährt nach wie vor. So, Kevin Flitsch ist jetzt in der Box. So, mit Patrick Flüglisthaler an ihm vorbei. Der war auch noch nicht in der Box. Ja, die gehen alle in ihm vorbei. Mal schauen. So, der Kevin fährt jetzt hier wieder raus und wird auf Platz 8. Dominik Smoll geht noch vorbei oder geht er nicht mehr vorbei? Boah, das wird ganz eng hier. Ganz eng. Dominik Smoll geht vorbei, auch noch an Kevin Flitsch. In der Boxenausfahrt. Na, das wird eine hammerharte Geschichte hier. Naja, und der Dominik hat momentan zumindest noch einen leichten Vorteil. Das wird sich aber in den nächsten 5 bis 10 Minuten ändern. Noch sollten seine Reifen gut funktionieren. Er war halt relativ zeitig drin. Also er war schon vor 8 Minuten drin. Sogar 10. 10 Minuten ist das schon her. Naja, und bei Kevin scheinen die Reifen jetzt auf Temperatur zu sein, aber der muss sich auch noch nach hinten wehren. Dennis Erner macht da Druck. So, Dröscher, Bachem und Flüglisthaler sind in der Box. Und noch nicht drin waren Purkott, Frischkopf und Vaskenis. Ja, tolle Dreiergruppe hier. Und der Kevin kommt nicht vorbei an Dominik Smoll. Ist nichts zu machen. Er hängt hier jedes Mal irgendwo hinter jemanden fest. Selbst wenn er durch den früheren Boxenstopp einen Vorteil haben sollte, auf Kurven Frischkopf kann er ihn nicht nutzen, da er hier nicht fahren kann. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Dominik Smoll zu langsam wäre, aber ich glaube, der Kevin könnte schon noch einen Tick schneller fahren.
zu eng. Auch wenn man da besser durch die Kurve kommt. Das funktioniert nur, wenn man anschließend eine Gerade hat. Versucht hier die schnellere Linie zu fahren, um irgendwann dadurch einen Vorteil zu haben, aber das funktioniert natürlich nur da, wo es dann auch wirklich möglich ist. Mit Sicherheit nicht, wenn gleich darauf die nächste Kurve kommt. Und Dennis Erna macht da hinten richtig Druck. Auch da, der kann wahrscheinlich ähnliche Zeiten wie der Kevin gehen. Ja, bei solchen Manövern hier ist es natürlich dann so, dass der da vorne wegfährt, immer noch die besseren Karten hat. Robin Frischkopf ist und bleibt Dritter. Bleibt jetzt halt abzuwarten, was ist mit Jens Purkott, der ist immer noch draußen. Fährt hier aber 2 Sekunden langsamer als Stefan Hauenstein. Hauenstein momentan der schnellste Mann auf der Strecke und hat auch die beste Rundenzeit überhaupt hier im Rennen, auch wenn er sich dafür nichts kaufen kann. Warten wir mal ab, ob da jetzt was geht hier, ob er jetzt irgendwann in die Box kommt oder nicht. Die Taktik hier mit wenig tanken müssen, wird nicht aufgehen, wenn er pro Runde 2 Sekunden verliert. So, jetzt kommt er rein. Und wir gehen zu Stefan Hauenstein. Der hat fast 8 Sekunden Vorsprung auf Robin Frischkopf. Da wird nichts mehr passieren, aber ja. Upsala, ja, da wird schon noch was passieren, wenn man natürlich so eine Kapriolen macht hier. Ja, und da kommt der Robin schon und ich denke mal, das darf er sich nicht nochmal erlauben. Weil das ist natürlich auch psychologisch Aufwind für den Verfolger, wenn er da gleich mal... So. Jens Purkott kommt jetzt hier aus der Box. Hier kommt Stefan Hauenstein. Oh Mann, das wird sowas von knapp. Das wird sowas von knapp. Noch ist Purkott vorne. Hier kommt Hauenstein. Nein, Purkott bleibt vorne. Bleibt vorne mit ungefähr, ja, ich würde so sagen, 2,5 Sekunden. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, 3 Sekunden. Ja, 4 Sekunden. Nee, das war jetzt von... Hauenstein auf Purkott. Jetzt gucken wir mal. Jens Purkott hier. Naja, das sind schon. Na, doch. Das sind ja 5 Sekunden. Über 5 Sekunden. Also hat sich's doch irgendwie gerechnet. Jetzt wollen wir nur hoffen, dass er nicht zu wenig getankt hat. Also, vorausgesetzt, hier gibt's nicht nochmal einen Fehler von Stefan Hauenstein, sollten die Positionen hier für die letzten 10 Minuten eigentlich kaum noch zu verrücken sein. Auch das ist alles hier mehr oder weniger gegessen. Hier ist nicht mehr wirklich was los. Allerdings ab Platz 7 geht's rund. Da haben wir nämlich Kevin Flitsch, Markus Farnhold. Ja, Kevin Flitsch weniger. Markus Farnhold und dann Jan Baskenes und dahinter Micha Betz auf der 9. Ja, da staunen wir doch. Das haben wir schon schlechter gesehen von dem Micha. Micha Tröscher auf der 10, auf der 11 Jens Erna. Auf der 12 Arne Bachem, auf der 13 Ulrich Windmöller, auf der 14 Micha Bregartner, ausgefallen Dominik Smoll. Ah, das ist der Grund. Ja, Dominik Smoll ist ausgefallen, deswegen sind da nochmal, hat sie im Mittelfeld da noch ein paar Positionen geschenkt bekommen. Ja, für den Kevin hat sich das, glaube ich, erledigt, so mehr oder weniger. Er hat über 6 Sekunden Rückstand auf Dennis Erna. Ich glaube, da ist auch noch beim Boxenstopp irgendwas schief gegangen. Und Robin Frischkopf fährt jetzt die schnellste Rennrunde. 1:59.973. Ah, der ist natürlich jetzt beflügelt, weil der weiß, er hat die Meisterschaft im Topf. Also, wenn er jetzt hier in die 9 wie die Karre in die Mauer setzt, dann
hat er das Ding drin. Vielleicht kommt er sogar noch hin zu Stefan Hauenstein, aber er müsste wirklich Prügel bekommen, wenn er den noch angreift. Da noch Risiken eingeht. Aber gut, bei so einem Schweizer weiß man nie. Wenn der einmal in Rage gerät, dann kann das gut aus sein, dass er solche unwesentlichen Dinge wie eine Meisterschaft komplett ignoriert. Und eben nur noch Rennen fährt. So, jetzt wird's eng. Es geht hier doch noch zur Sache in den letzten 7 Minuten. Robin Frischkopf will das bestmögliche Ergebnis. Er hat in der letzten Runde fast eine Sekunde gut gemacht. Über eine Sekunde. Nee, 19. Jetzt wird es hier wirklich hammerhart. Der geht da nochmal ran. Der geht da nochmal ran, um hier wirklich anzugreifen. Kannst nicht glauben. Fährt jetzt seine persönlich schnellste Rennrunde. Robin Frischkopf versucht es jetzt hier außen, bremst sehr, sehr, sehr spät. Aber das kann natürlich Hauenstein verhindern. So, Flüchtlingszahler auf 4 sorgt dafür, dass das Team auch die Teammeisterschaft gewinnt. So, und Farnold kämpft hier nach wie vor mit Baskenis. Und auch, ja, Micha Betz auf der 9 ist da auch, lässt sich nicht wirklich abschütteln. Aber der Robin ist da vorne noch näher an Stefan Hauenstein ran. Die Meisterschaft ist entschieden, so denn hier Herr Frischkopf nicht noch völlig übertreibt und die Karre noch irgendwann in die Mauer setzt. Die letzten 5 Minuten laufen. Und jetzt kommt hier der Angriff. Er kommt hier wieder besser auf die Startziel raus. Hauenstein wehrt sich und bleibt vorne. Was wird der sich über seinen Dreher ärgern? Allerdings würde ich behaupten, dass zum jetzigen Zeitpunkt Robin Frischkopf auch dran wäre, auch ohne den Dreher. Weil der fährt hier wie entfesselt. Da
Das ist definitiv der Zweikampf des heutigen Renntages, die beiden. Jens Burkott hat 7 Sekunden Vorsprung. Der muss sich um nichts mehr Gedanken machen. Der muss nur noch nach Hause fahren. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, wir haben weiter kein Duell mehr auf der Strecke. Kein direktes. Nee, stimmt nicht. Björn Baskenes. Uiuiuiui. Markus Farnold. Ja, von wegen. Markus Farnold hier vorbei an Jan Baskenes. Hier sehen wir es. So, wir gehen mal ganz schnell wieder nach vorne. Eine Minute 36. Und ich befürchte mal, das ist die letzte Runde. Und Robin Frischkopf will es wissen, geht hier außen vorbei und ist jetzt auf der besseren Linie und geht vorbei. Robin Frischkopf mit einem Hammermanöver, aber wirklich ein Hammermanöver, wird hier Zweiter. Ich glaube nicht, dass Stefan Auenstein da noch mal gegen an kann. Und wer auch nur leiseste Zweifel noch gehabt hat an der Meisterschaft von Robin Frischkopf. Oh, und jetzt kriegt er eine Lupala. Das wäre jetzt wirklich fatal. Da sollte sich der Stefan wirklich geschlagen geben. Nach so einem Manöver sowieso. Da gibt es Glabstaber jetzt auch eine kleine Entschuldigung. Er lässt jetzt auch Abstand. Er sollte nicht diesen dritten Platz noch riskieren. Und wir gehen zum Führenden. Jens Burkott hier. Ja, auf den letzten Metern. Oder wie man das sagen möchte. Die letzten Meter einer wirklich großartigen Meisterschaft. Wir haben alle Rennen übertragen. Und es war jedes Mal Mörderspaß gemacht. Also auch hier jetzt beim letzten Rennen mit der schlechtesten Beteiligung der Saison. Ja, mein lieber Jens, du darfst das Licht schon anmachen. Du wirst diesen Lauf gewinnen. Zeit ist jetzt abgelaufen. Auch wenn du jetzt erst auf der Gegengeraden bist. Der Jan ist noch ganz dicht dran hier an Markus Farnold. Aber ich denke mal, ich weiß nicht. Gucken wir hier jetzt noch am Ende, bis ans Ende dieser Gerade. Ja, da passiert nichts mehr. Da passiert nichts mehr. Oder? Oh, ey, das ist zu weit. Das kann er nicht riskieren. Macht er auch nicht. Macht er auch nicht. Wir gehen wieder zum ersten Platz. Jens Burkott mit über 7 Sekunden gewinnt er hier den zweiten Lauf. Ja, und hier in diesem Moment endet die Wintersaison 2012-2013 mit dem glücklichen Gewinner Jens Burkott. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an Robin Frischkopf zum Gewinn der Meisterschaft und zum zweiten Platz jetzt in diesem Lauf.
Platz 3 geht an Stefan Hornstein. Platz 4 an Patrick Flüglisthaler. Ups, der haut ihm jetzt. Das ist wirklich sowas von blöd. Sorry, aber das sind echt dumme Späße, dumme Jungenstreiche. So, Platz 5 für Dennis Erner. Platz 6. Oh, der steht schon in der Box. Kevin Flitsch, der ist, glaube ich, ein bisschen verärgert. 7, Markus Farnhold. Platz 8 für Jan Baskenis. Da ist er, der Blaue. Platz 9 für Micha Betz. Da sagen wir auch einen Glückwunsch hin. Platz 10 für Micha Tröscher. Platz 11 für Jens Erner. Auf der 12 Arne Bachem. Ulrich Windmöller auf der 13. Auf der 14 Micha Pregartner. Der kommt jetzt über Start und Ziel. Und auf der 15 leider in Runde 14 ausgeschieden Dominik Smoll. So, wir sehen die Ehrenrunde hier. Tolle Bilder. Nicht so sehr viel dazu sagen. Nee, das war noch nicht die Boxengasse. Doch, oder? Ach, was weiß ich. Ja, man fährt hier jedenfalls nochmal zusammen. Oder ich muss mich ein bisschen entschuldigen, was ich eben da über den Patrick gesagt habe. Ich denke mal, das war keine Absicht. Also, sorry. Ja, also wirklich fantastische Bilder hier. Zum Saisonabschluss der Rest Day Speed Association GT Wintermeisterschaft in Abu Dhabi. Also großartig, wirklich großartig gemacht. Wir haben zwei tolle Rennsieger, wir haben einen fantastischen Champion in der Meisterschaft. Ja, was will man mehr? Robin Frischkopf gewinnt die Wintersaison, die GT-Wintersaison der Racing Speed Association. Auch wenn es zwischenzeitlich mal relativ knapp aussah, er hat sich dann vom 9. Platz vorgekämpft auf die 2. Position. Also großartige Leistung. Herzlichen Glückwunsch nochmal hier und jetzt hoffen wir mal, dass die Herrschaften hier ganz schnell wieder in die Kommentatorenkabine kommen. Sorry. So, upsala, das ist natürlich jetzt doof. Genau. Das war meine Schuld. So, ich begrüße ganz herzlich, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier am besten anfangen soll. Ja, wir sagen erstmal herzlichen Glückwunsch an alle Fahrer, die das Glück hatten, an dieser fantastischen Meisterschaft teilnehmen zu dürfen. Ich gehe mal davon aus, dass nicht ein einziger dabei ist, der das in irgendeiner Form auch nur eine Sekunde lang bereut hat.
Und eventuell der Kevin wird sich vielleicht ein bisschen ärgern über seine zwei Disconnects. So, nee, ich glaube, es waren sogar mehr. Aber egal. Kommen wir erstmal. Ja, wie sagen wir mal, wie fangen wir an? Nee, wir sagen erstmal herzlichen Glückwunsch zum wiederholten Titel in der Wintermeisterschaft hier an Robin Frischkopf. Ich denke mal, das sollte als erstes hier stehen. Herzlichen Glückwunsch, Robin. Vielen, vielen Dank, Lutz. Ja, Also, erzähl mal. eigentlich müssen wir ja noch warten, bis die ganzen Quali-Labs angeschaut wurden von der Jury, aber also ich bin schon ziemlich sicher, dass ich da nirgends gecuttet habe und deswegen freue ich mich sehr. Ich war sehr nervös heute, habe versucht, ja, ruhig zu fahren, bis auf am Schluss, da wollte ich noch mal Blut sehen und da habe ich mir noch den Howie krallen müssen. Das hat Ja, du hast tierisch Glück, dass du keinen realen Teamchef hast, weil der hätte ja jetzt, du wärst gar nicht mehr bis in die Kommentatorenkabine gekommen. Der hätte ja sowas von die Backen gehauen, wie du in den letzten Runden noch gefightet hast gegen den Stefan. Weil sowas irrsinnig ist, also ehrlich, das würde es im Realen wahrscheinlich niemals geben. Aber egal. Nichtsdestotrotz ist alles gut gegangen, auch wenn du noch ein kleines Ding gekriegt hast vom Stefan, wo ich dann wirklich einen Atem angehalten habe. Ich dachte, wenn der sich jetzt rausdreht, aber gut, letztendlich, es hätte dir ein achter Platz, locker ein neunter Platz hätte dir gereicht, nach der Pole. Und obwohl Kevin hatte, ich war mir nicht ganz sicher, ich habe hin und her gerechnet, ich habe auch viel Blödsinn erzählt, weil ich den Kevin die ganze Zeit auf 1 gerechnet habe und dabei war der nur Dritter. Ja, gut, durfte nicht sein, ja, war auch nicht so und du hast eigentlich fast das ganze Rennen über safe, es sei denn, du hättest auf deinem 9. Platz nochmal einen richtigen Bockmist gebaut, aber da war auch keine Gefahr, da war Platz nach hinten jede Menge. Am Ja, Schluss noch ein das. zweiter Platz, also grandios. Also, als ich da bei 9 festsaß im Hauptrennen, da war ich schon sehr, sehr nervös, weil ich weiß jetzt nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob das gereicht hätte. Es hätte um einen Punkt gereicht, wenn Okay. Kevin gewonnen hätte. Ja. Und ich bin da irgendwie festgesteckt und ich kam am Dominik nicht vorbei. Also, er ist da auf und neben der Strecke gefahren, um Ja. mich abzuhalten. Dann hat er eine kleine Lücke offen gelassen. Ich bin rein und dann weiß ich nicht genau, was war. Er hat sich hinter mir gedreht. Ich habe keinen Kontakt gespürt. Ich weiß nicht. Und Naja gut, ja. selbst wenn, also er ist glaube ich auch später ausgefallen, erst in Runde 14, also von daher glaube ich nicht, dass da, zumindest an dem Ausfall warst du nicht schuld. Dein Überholmanöver habe ich da auch nicht gesehen. Ja, ich sag mal so, bist heute mit guten Vorzeichen in dieses letzte Rennen gegangen, weil du hattest dann doch ungewohnt wenig Gewicht, 20 Kilo, wenn ich nicht ganz schwer irre. Ja, und damit war es eigentlich klar, da du ja schon Rennen mit deutlich mehr Gewicht gewonnen hast, dass du hier richtig gut unterwegs sein wirst. Quali hat es auch gezeigt, du konntest richtig pushen, wenn es sein musste. Gab es, als im ersten Rennen Kevin vor dir war, du hast im ersten Rennen bist du Zweiter geworden, auch dazu noch Glückwunsch. Also zweimal Zweiter sozusagen heute und damit die Meisterschaft, waren ja die ersten 2 Punkte weg. Ja, du sagtest, du hast dann, als du auf 9 rumfuhrst, so ein bisschen mulmiges Gefühl gehabt. War das schon am Rennstart so? Ja, also ziemlich. Ich habe dann, der Kevin hat einen sehr, sehr guten Start gehabt und ich war dann hinter ihm und konnte am Anfang ein bisschen Druck machen und nachher war das so, dass ich eigentlich. Ich hätte es nicht machen sollen, aber ich habe fast voll gepusht. Aber ich konnte trotzdem nicht mehr an meine Zeiten ran, weil irgendwo war einfach eine Blockade im Kopf und die ging dann erst beim Hauptrennen wieder auf. Also ich bin dann noch unter die 2 Minuten gefahren. Und zwar völlig unbewusst. Das ist da plötzlich da gestanden und ich weiß nicht, wie das geklappt hat. Naja, gut. Ich denke mal, in der Sommermeisterschaft sehen wir dich nicht wieder. Da hast du ja im Sommer über hast du ja andere Rennen zu fahren. Ja, ich habe zwar versprochen, dass ich bei der Nordschleife dabei bin, aber mal schauen, ob's klappt. Ja, also schauen wir mal. Gut, mein Lieber. Nach wie vor oder nochmal alles Gute und kommen wir zu den Laufsiegern heute. Die Positionen hinter der
Dem Robin habe ich jetzt noch nicht ausgerechnet. Ich hoffe, das macht der Jens noch. Der hat noch ein bisschen Zeit, bis er dran ist. Ich rechne gar nichts. Das mache ich nachher in Ruhe. Also bitteschön, ja. Ja, kommen wir zu dem Patrick. Mein lieber Patrick, du hast heute definitiv dafür gesorgt, dass auch die Teammeisterschaft ganz klar in die Schweiz ging oder geht. Ja, und mit einem dritten Platz jetzt hier und einem vierten im ersten Rennen, vierten Platz im zweiten Rennen. Also kann man wohl, glaube ich, schwer zufrieden sein. Wann in dieser Saison ist denn bei dir der Knoten geplatzt? Weil du warst ja die ersten Rennen doch ziemlich weit im Mittelfeld, sage ich mal, am hinteren Mittelfeld. Ja, wie soll ich das beantworten? Ist noch schwierig zu sagen. Also ich denke, spätestens da auf dieser Potreros-Strecke, da konnte ich das Auto, hatte ich da richtig im Griff. Wir haben da ein gutes Setup gehabt und von da an ging es dann mit dem Selbstvertrauen auch besser. Es war für mich immer schwierig, vorne mitzufahren und dann die Ruhe nicht zu verlieren. Ja. Aber ich freue mich natürlich riesig und im Sprint, ja, hieß es halt vom Teamchef, ich soll noch etwas zurückstecken, damit da Robin nicht gefährdet wird. Darum habe ich ihn da vorgelassen. Alles klar. Nee, alles Käse. Klar. War super. Nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft die Frage. Du warst, als Robin auf Platz 8 war, warst du auf Platz 6. Und zwischen euch, bin mir jetzt nicht ganz sicher, entweder der Dominik oder der Jan. Ich weiß es nicht mehr genau. Hättest du den Siebtplatzierten, wer auch immer das dann war, vorbeigelassen, inklusive Robin, für die Meisterschaft von Robin? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich wäre gefahren und wenn ich gesehen hätte, dass ich sie nicht halten kann, hätte ich sie vorbeigelassen. So mache ich das eigentlich meistens. Ja, ich versuche okay, nicht bis aufs Blut die Linie zu halten. Aber jetzt nicht also du hattest ja gut Vorsprung, also was heißt gut Vorsprung, du warst nicht in Gefahr vom Siebtplatzierten. Aber wenn das jetzt bis zum Rennende so geblieben wäre und Robin irgendwas gesagt hätte, hättest du das dann gemacht? Ja, ich denke schon. Ja, okay. Das war die Frage, die mich schwer beschäftigt hat während des Rennens. Ja, kommen wir zum Kevin. Ich glaube, Kevin, ich weiß nicht, hast du überhaupt Lust auf ein Interview? Ja, warum nicht? Naja, ich könnte mir vorstellen, dass du schon, du hattest ja wirklich alle Dramatik dieses, die man haben kann in so einem Finallauf, weil den ersten Lauf absolut souverän gewonnen, das Ding gleich vom Start weg, an Robin vorbeigegangen, ihn hinter dir gehalten, dann den Vorsprung entsprechend ausgebaut auch und da gab es überhaupt keinen Zweifel, dass du diesen Lauf gewinnst und das war da am Ende auch so. Dann schnellste Rennrunde in dem Lauf, das heißt auch dafür noch einen Punkt und dann im zweiten Lauf ein super Start von, ich glaube, von 10 vor bis auf 4, relativ schnell auf die 3 und dann kam Stefan, erzähl mal. Ja, nach dem super Start hatte ich mich schon gefreut. Und ja, dann habe ich probiert, beim Stefan irgendeine Lücke zu finden, irgendwo, aber ich habe keine gefunden. Und dann habe ich mich halt in der letzten Kurve vor Start und Ziel, oder in der vorletzten Kurve, habe ich mich dann verschaltet und dann ist mein Auto nach innen weggegangen. Und dann stand ich vor der Planke und musste zurücksetzen. Ja. Also du hast wirklich, also für mich sah es so aus, als ob du wirklich das Auto überfahren hast. Kann täuschen, aber naja, also es war dann definitiv das Aus. Ich krieg hier gerade ein Bild geschickt. Ich krieg das jetzt leider nicht in den Stream. Jedenfalls nicht so schnell. Ja, was soll ich sagen? Genau. Ja, also ich habe irgendwie gedacht, er wäre in die Box abgebogen, ne, weil er auf einmal nicht mehr weg war. Hab das gar nicht so mitgekriegt, aber ich habe auch gesehen, dass er in den paar Kurven vorher ziemlich am Rutschen war schon, ja, Kevin? Mhm. Ja. Also es war tatsächlich ein typischer Fehler, also der danach aussah, dass die Reifen entweder zu heiß oder zu weit runter waren, keine Ahnung. Aber egal, letztendlich, ich denke mal, in dem Moment war dir auch klar, dass das jetzt die Meisterschaft war, ne? Ja, in dem Moment war es mir definitiv klar. Ich hatte gehofft, nach dem guten Start, da hatte ich noch Hoffnung. Eigentlich bin ich ins zweite Rennen gegangen, mit der Aussicht, dass ich den Vizemeister mir Titel, den Vize... Ja. Ist schon klar. Dass du Zweiter wirst.
den zweiten Platz in der Gesamtwertung. So, jetzt habe ich es. Dass ich den sicher einfahren will und an die Meisterschaft, hatte ich vor dem zweiten Rennen eigentlich schon gar keine Hoffnung mehr. Ja. Und dann nach dem guten Start, da kam die Hoffnung wieder auf und dann, als die Sache da mit dem Dreher war, da hatte ich es dann wieder abgehakt. Ja, nee, ist klar. Und ich meine, dann war es auch wirklich, ich meine, du hättest gewinnen müssen und der Robin hätte nicht besser als Platz 9 sein dürfen, dann wärt ihr punktgleich gewesen nach meiner Rechnung. Ja, also ich glaube bei Punktgleichheit, ich weiß jetzt nicht genau, wie es hier gezählt wird, aber die Siege, ja, ich glaube, dann wärst du vorne gewesen. Aber was nützt es? Es ist so, wie es ist und du bist jetzt Zweiter, gehe ich mal davon aus. Und vielleicht ist das trotzdem noch ein Trost und zweiter Platz in der Meisterschaft. Das ist ja deine erste Wintermeisterschaft, ne? Richtig, du bist in der Sommermeisterschaft dazugekommen, oder? Ja, richtig. In der Sommermeisterschaft, da habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Rennen bin ich da mitgefahren als Gaststarter. Genau. Und jetzt ist das meine erste volle Saison und dann gleich Platz 2 in dem starken Fahrerfeld, das ist doch schon... Da bin ich sehr zufrieden mit. Ich denke mal, da kann man auch einigermaßen mit zufrieden sein. Das ist definitiv so. Und also saubere Sache, mein Lieber. Ich sage herzlichen Glückwunsch und kommen wir zum zweiten Lauf. Da haben wir ja nur noch einen, den wir interviewen müssen, nämlich den Stefan. Ja. Ja, und wieder eine ziemlich enttäuschende Geschichte gewesen, so ähnlich wie in Suzuka, ne? Im ersten Rennen weggedreht und im zweiten Rennen habe ich mich dann gedreht, ja. Ja, der Dreher, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass du den Robin hättest halten können, auch ohne den Dreher. Das hat dich ungefähr 3-4 Sekunden gekostet. Ach so, ja, nee, und daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber ich habe ja, ich bin ja an die Box gegangen. Und hab wieder sowas ähnliches probiert wie in Suzuka und hab dann, als der Jens in der Box war, in der Runde davor mich an derselben Stelle auch rausgedreht. Hast du vielleicht gar nicht gesehen, da habe ich genau die 5,5 Sekunden verloren, die da am Schluss dann vor mir war. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ja, das glaube ich. Ja. Aber ansonsten das mit dem Robin, ich habe, wie ich den im Rückspiel gesehen habe, ich erst überlegt, ob ich einfach ihn direkt vorbeilassen soll. Da habe ich gedacht, nee. Nein, mein Freund, so schnell nicht. Ja, nicht. Ja, nachher hat man mir was vorgeworfen, dass ich hier noch irgendwie was manipuliert hätte oder sowas. Und da habe ich gedacht, dann. Ja. Ja, gut, aber nichtsdestotrotz bist du ein geiles Rennen gefahren. Also auch gegen Kevin. Hast du dir einmal so Gedanken gemacht, ob du ihn eventuell im Sinne seiner Meisterschaft vorbeilassen solltest oder war das überhaupt gar kein Gegenstand? Nee, da habe ich überhaupt keine Minute drüber nachgedacht, weil ich ja auch noch hier um Positionen fahre in der Meisterschaft. Wir sind ja zu dritt quasi punktgleich, mehr oder weniger. Also Dennis Erner, der Danny Volkert und der Jens Burkhardt und ich, wir sind ja alle so mehr oder weniger beieinander in einer Suppe. Da weiß jetzt keiner, wo wer rausgekommen ist. Da muss jetzt erstmal ordentlich gerechnet werden, ja. Ja, deswegen dachte ich ja, der Jens nutzt mal die Zeit und rechnet mal. Also da habe ich nicht dran gedacht, da irgendwas... An der Position nicht, nee. Wenn ich weiter hin gewesen wäre, ich weiß nicht. Naja, gar nicht. Es ist, ist jetzt nicht so das Drama. Ich sag mal, wir werden sehen, was bei rauskommt und mal gucken, wie wir das dann publizieren. Aber auf alle Fälle doch schon ziemlich cool, also würde ich mal so sagen. Ja. So, dann freue ich mich, das heute beenden zu dürfen hier und bitte den Jens Purkott dann nochmal ganz kurz, aber wirklich ganz kurz ins Interview. Sag mal, was bist denn du für ein Schlaffi? Erzählst mir hier irgendwas von, kein Training, geht überhaupt gar nichts und weit weg von den Zeiten und gewinnst den zweiten Lauf. Erstmal Glückwunsch dazu. Danke, danke. Also, ich denke mal, dieser zweite Lauf ist mal so... ein deutliches Statement dafür, dass Hotlaps keine Rennen gewinnen. Meine schnellste Runde war 1,3 Sekunden langsamer als die vom Robin und trotzdem fahre ich das Ding hier nach Hause. Gigantisch. Ich habe vor dem Rennen noch mit dem Arne irgendwie ein Setup getauscht und habe dann festgestellt, ich habe eigentlich das Setup drauf, was ich gar nicht fahren wollte. Da habe ich irgendwie mit einem Dreier Flügel, das hat mich geärgert, aber
Nach der ersten Geraden war ich froh, dass ich genau dieses Setup hatte, weil ich dann nämlich am Howie vorbeifahren konnte und dann vorne war. Und dass der nicht näher rangekommen ist, war für mich total überraschend, weil im Sprint ist er an mich herangeflogen, mehr oder weniger. Und ja, dadurch konnte ich ganz entspannt fahren, meine Reifen schon, bin lange draußen geblieben, habe wirklich nur ja, so viel Tropfen getankt, wie ich so eben brauchte. Habe jetzt, wie jetzt höre, den Glück gehabt mit dem Dreher vom Howie und konnte das Ding wirklich kontrolliert nach Hause fahren. Also fehlerfrei, total entspannt, ja, cruisen, geil. Ja, Für kann man mich nicht anders sagen. natürlich der perfekte Saisonabschluss. Ich meine, bei diesem extrem starken Fahrerfeld, was wir hier haben, keine Ahnung, ich bin jetzt vielleicht Dritter oder Vierter in der Meisterschaft, das werden wir sehen. Das ist ein bisschen komplexer, das auszurechnen. Ich bin 5 Siege eingefahren. Hallo? Genial. Ja. Also, ich freue mich einfach riesig. Das war das, was wir hier hingezaubert haben. Wir haben, glaube ich, 38 Starter im Laufe der Saison gehabt. Einen schönen harten Kern, der immer dabei war. Ich habe es dem Führer im Briefing schon gesagt und es war einfach klasse, mit den Jungs hier Rennen zu fahren. Und ganz schön ist, ich habe kurz nach dem Rennen habe ich hier eine Nachricht bekommen über Facebook. Zitiere es einfach mal: Gänsehaut nach eurem Finish. So muss eine Inlap nach einer Saison aussehen. Gratulation für die geile Saison und an die Liga an sich. Also das kann ich einfach nur so weitergeben. Also das Ja. ist einfach toll hier zu fahren. Es macht riesig Spaß und wenn man dann zwischendurch auch nochmal gewinnt, das ist dann noch so die Sahne obendrauf. Ganz klar, ganz klar. Also da muss ich noch kurz anmerken, der jetzt sagt, er hat 5 Rennen gewonnen. Ich habe mir letztens die Statistik angesehen. Ich glaube, ich habe jetzt nur 3 Rennen gewonnen Ja, und habe richtig. nur eine Pole. Also ich war Ja. riesig froh, im letzten Rennen auch die Pole zu holen. Und Ja. irgendwie, es zeigt wieder eins, man muss einfach immer ankommen, Punkte sammeln. Also es schaudert mir zu denken, wenn der Kevin diese Disconnects nicht gehabt hätte, dann wäre es nochmal richtig, richtig spannend geworden. Definitiv, definitiv. Zumal er ja ich glaube, San Luis war er ja wirklich fast unschlagbar und in beiden Läufen ausgefallen. Das ist natürlich dann ganz, ganz bitter und ja. Aber so ist das nun mal. Das Racing und da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ankommen zählt, Punkte sammeln zählt, Strategien zählen genauso wie schnelles Fahren. Das ist leider Gottes so. Und am Ende haben wir hier eine tolle Meisterschaft gesehen, aber wirklich eine richtig tolle Meisterschaft. Und ich kann mich nicht an ein Rennen erinnern, wo es irgendwo langweilig gewesen wäre, wo ich mir gewünscht hätte, das heute nicht machen zu müssen oder sonst dergleichen Dinge. Das gibt es in anderen Rennserien durchaus, dieses Gefühl. Und ja, also Glückwunsch an die Orga natürlich auch für diese tolle Organisation und ganz, ganz großen Glückwunsch an alle Fahrer, die hier gefahren sind, die hier Punkte gesammelt haben, die ihren Spaß hatten. Ich würde mal sagen, mein lieber Jens, ich überlasse dir trotzdem noch das Schlusswort. Ja, es ist schwer zu toppen. Ich habe ja gerade schon ein bisschen geschwärmt. Also, nach dem, was in dieser Saison hier passiert ist, weiß ich nicht, was noch alles kommen soll. Es kommen immer mehr wirklich tolle Jungs, tolle Leute hier dazu, mit denen es nicht nur Spaß macht, Rennen zu fahren, sondern mit denen es auch Spaß macht, irgendwie lange noch zu quatschen und ja auch Zeit, wenn es auch nur online ist, zu verbringen. Und ich denke, wir sind hier eine wirklich tolle Truppe. Das ist ja Zeit mit Freunden verbringen und das ist das, was ich immer hier bei RSA in den Vordergrund stellen wollte, was so mein Ziel war und deshalb ich mich so ein bisschen gesträubt habe, größer zu werden. Jetzt sind wir größer geworden, deutlich größer und ich muss sagen, es war definitiv der richtige Schritt, weil ganz, ganz viele tolle Leute sind hier und ich freue mich immer auf meine Donnerstagabende hier mit denen und im Sommer geht's weiter, die Saison mit den GTs ist noch nicht ganz vorbei. Wir fahren in 2 Wochen noch ein 2-Stunden-Rennen in Spa, was ausschließlich für die Teammeisterschaft zählt. Also mit Fahrerwechsel drum und dran. Da werden wir mal gucken, wie die Teammeisterschaft ausgeht. Aber der Robin, er hat es gerade gesagt, der hat nur 2 oder 3 Siege eingefahren und nur eine Pole, ist definitiv, wie ich finde, absolut ein verdienter Meister. Der hat mit den Gewichten hier das Feld immer aufgemischt und konstant fahren ist eben bei so einem Gewichtsreglement, was wir haben, einfach entscheidend und hat er mehr als verdient, wieder mal. Na, Danke. also. Dann wünsche ich euch was und ich denke mal, das Rennen werden wir dann auch noch übertragen. Das kriegen wir auch noch irgendwie gebacken. Und ja, und da freuen wir uns auch toll drauf, weil
meine, das ist ja nun mal eine Strecke, die man immer gerne sieht und immer gerne fährt. Also bis dahin. Und ja, Robin, wenn ich jetzt hier so dein Foto sehe, sehen ja jetzt auch gerade alle, würde ich mal so sagen, trink nicht so viel, ne? Aber bevor wir das Ganze jetzt hier beendet, wir haben jetzt so viel über RSA und über unsere Jungs hier und über Rennen und sowas gesprochen, was wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, was einen großen Anteil daran hat, was wir jetzt hier geworden sind. Nein, doch. Ich weiß genau, worauf ich hinaus will. Das bist du, das ist Simrace TV, das ist deine Moderation, das ist einfach dein Spaß, den du dabei hast, unsere Rennen zu moderieren. Das hat ganz, ganz groß dazu beigetragen, dass wir jetzt hier so Rennen fahren, wie wir hier fahren. Danke. Naja, gerne, gerne. Macht ja Spaß und ist ja nun nicht so, dass man dazu gezwungen wird, ne? Also, mein Lieber, und ich habe ja auch schon eine Menge zurückgekriegt, also so ist das ja noch nicht. Also, ihr Lieben, alles Gute für die Sommermeisterschaft. Wir hören und sehen uns dann wieder. Und ja, bis dahin. Und dann erstmal noch den Entscheid der Teammeisterschaft in 14 Tagen. Und bis dahin, alles Gute, schöne Woche, schöne Restwoche, schönes Wochenende, schöne Ostern. Boah, ja, da gibt es ja ganz schön viel zu sagen. Also, tschüss. Tschüss.